Die 12 zum Große und herzlich willkommen zurück zu Drakensang am Fluss der Zeit. Wir befinden uns wieder in der sagenumwobenen Stadt Tishiana, wo wir Filiasson, dem torwaldschen Seefahrer, zu Hilfe eilen wollen. Oder wollten. Und bekam in der letzten Folge noch mit, dass er von der Orima-Priesterin als Hochkönig verehrt wurde und mit einem Amulett oder derartigem versehen wurde. Oh, hier sind noch mehr von den Feinden. Und kurz darauf hat uns die Orima-Priesterin angegriffen. Ja, was ist denn? Ah. Ja, ist ja schön. So, jetzt können wir endlich in den Kampf starten. Und versuchen, den Gegner wieder zu ringen. Aus irgendeinem Grund hat er mich 30, 40 Mal versucht abzublocken und zu sagen, nein, Pause, hier sind neue Gegner, Pause. Furchtbar nervig sowas. Wahrscheinlich, weil da so viele neue Gegner angekommen sind. Uns soll es nicht stören. Wir reiten weiter. Schauen wir noch nach ein paar wertvollen Gegenständen. Sehen sind ganz interessant. Palastwache, was hast du? Fussel und Einbären. Einbären nehme ich mit. Fussel brauche ich nicht. Bei Angriff Schwert. Wo kommt das denn her? Das einzig Gute ist, dieser Oger hat jetzt schon ordentlich Schaden genommen. 90 Schadenspunkte sind halt eben 90 Schadenspunkte. Das Schlechte ist, das wird doch nicht der Einzige bleiben. So, Vorgrim, noch einmal auf den Oger werfen. Vielleicht schaffen wir es. Ja, der ist gleich kaputt. Hinter der Pyrus ist auch nichts. Nein. Das heißt, wir haben gleich den Gegner besiegt, auch wenn Kuano sich hat schon wieder niederringen lassen. Nein, nicht da lang. Gruppe. Bisschen Fell. Hoffentlich hat der Horden-Oger ein bisschen was dabei. Also überzeugt hat es mich nicht, aber gut. So. Keine weiteren Feinde. Das ist schon mal gut. Ich glaube, wir schauen uns hier erstmal noch um. Palastwachen liegen hier ein paar rum. Das heißt, die könnten was Wertvolles bei sich haben. Tishiana Speer. Wenn ich Speere verwenden würde, wäre das gut, aber na egal. Wir tun mal so, als wenn das Zeug wertvoll wäre und nehmen es mit. Gibt hier noch jemanden zum Reden, sehe ich gerade. Ah, ist nur ein Händler. Der lässt sich durch auch durch nichts ablenken. Ist ja nicht tough. Nur Dank.
Krieger Tishanas. Seid gegrüßt, wahre Imanda Biundrala. Achso, das ist mal ein schöner Name. Ich muss mit euch reden. Ich helfe gern. Sagt mir, was euch bedeutet. Die Urima-Priesterin, ich bin bestürzt über euren, über ihren Tod. Das verstehe ich. Sie fehlt mir auch. Obwohl viele sie zuletzt fürchteten. Die Pfade Orimas sind voller Mysterien. Trauert um sie. Aber nehmt es euch nicht zu sehr zu Herzen. Ihr musstet euch verteidigen. Mir scheint, ihr habt noch etwas auf dem Herzen. Das ist wahr. Es geht um, Filiason. Ist er wahnsinnig? Euer Freund? Schwierig zu sagen. Ich würde es entrückt nennen. Er glaubt wahrhaftig, Hochkönig von Varien zu sein. Ob wirklich unsere Orima-Priesterin dahinter steckt oder die Entrücktheit aus ihm selbst entsprang, da bin auch ich überfragt. Mir scheint, ihr habt noch etwas auf dem Herzen. Die Schlacht am Löwentor. Welchen Rat habt ihr für mich? Ich bin kein Krieger. Ich weiß nur eines. Wenn ihr gegen den Feldherrn des Namenlosen kämpfen müsst, macht nicht den Fehler, ihn zu unterschätzen. Mein Volk nennt ihn nicht grundlos, der im Blut wartet. Versprecht mir also, euch gut vorzubereiten. Mir scheint, ihr habt noch etwas auf dem Herzen. Eigentlich nicht mehr, das war's schon. Ich muss gehen. Hör auf, Krieger Tishanas. Ich grüße euch, ehrenwerter Aman Shah. Habt ihr einen Moment? Nun gut, aber macht es kurz. Ist die Prinzessin in Sicherheit? Ich habe sie nirgends gesehen. Soll das ein Scherz sein? Aman Tirthakat hat sie unlängst an einen sicheren Ort im Palast gebracht. Seht mir nach, wenn ich nichts weiter dazu sage. War das alles, Krieger? Was erwartet mich am Löwentor? Habt ihr einen Rat für mich für den Kampf? Falls noch nicht geschehen, solltet ihr dort auf alle Fälle den Obelisken des Pyr gegen den Feind einsetzen. Eine mächtige Verteidigungsanlage. Haltet nach Sphärenkristallen Ausschau. Ihre Magie hat Gewalt über seine elementaren Kräfte. War das alles, Krieger? Ich bin noch immer bestürzt über den Tod der Urima-Priesterin. Was kann sie nur bewogen haben, uns anzugreifen? Wenn ihr mich fragt, sie war schwach und ist den finsteren Kräften des Namenlosen erlegen. Plagt euch nicht mit Schuld. Ihr habt das Richtige getan. War das alles, Krieger? Ja, habt Dank für eure Geduld, Ehrwürdige. So viel dazu. Palastwache, die wird uns nichts erzählen können. Händler... Hüter des Wissens. Ich glaube, ich frage zuerst die anderen Leute und dann den Händler. Seid gegrüßt, Freund Tishanas. Ihr sucht meinen Rat? So ist es. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich wäre ein schlechter Gelehrter, könnte ich das nicht. Worum geht es? Dieser Turm, den man von hier aus erblickt. Was für ein Gebäude ist das? Dies ist der Orima-Tempel. Hat sich über die Zeit der Belagerung verändert. Anfangs hat das Bauwerk Hoffnung vermittelt. Nun strahlt dieser Ort etwas Wirres, Verdrehtes aus. Etwas, was sich im Benehmen der Orima-Priesterin wiederzuspiegeln scheint. Sicher habt ihr noch mehr Fragen an mich. Ich suche die Prinzessin. Ich konnte sie nirgends finden. Ja, unser Aman Tirthakat nimmt seine Aufgabe, sie zu beschützen, sehr ernst. Er ließ sie sofort an einen sicheren Ort im Palast bringen, als sich ein erneuter Angriff zu formieren schien. Sicher habt ihr noch mehr Fragen an mich. Ich habe bemerkt, dass die Tür zum Nurti-Schrein verschlossen ist. Das habe ich noch nicht bemerkt, aber wenn ihr es sagt... Nun, wo dieser Ort geheilt ist, wollte man ihn wohl vor Eindringlingen schützen. Ich möchte euch nochmal dafür danken, dass ihr den Garten geheilt habt. Ihr habt der Prinzessin damit eine größere Freude gemacht, als ihr vielleicht ahnt.
Sicher habt ihr noch mehr Fragen an mich. Nichts, was der Rede wert wäre. Hab Dank. Kreaturen des Namenlosen, hier im Palast. Bitte, bitte beschützt uns. Ich will nicht sterben. Ja, wer will das schon? Gut, Händler, fragen wir mal den Händler. Angegriffen. Gibt es Anlass zur Sorge? Allerdings, dies war sicherlich erst der Anfang. Ihr solltet auf alles gefasst sein. Keine Sorge. Ich weiß mich schon zu wehren, wenn es nötig sein sollte. Und deswegen bin ich ohnehin nicht hier. Ich wollte fragen, ob ihr mir etwas verkaufen könnt. Nun, natürlich. Ich habe sogar ein paar neue Dinge im Angebot. Juhu, neue Dinge. Bitte zeigt mir eure Waren. Neue Dinge. Tishiana Armschienen. Bogen plus 3, Parade plus 1. Nohoho. Da weiß ich, wer jetzt drüber freut. Feires. Was? Hier, nimm das. Was haben wir noch? Blattgold, Murmeln, Kohle. Jagdpfeile und Jagdbolzen und lächerliche Kugeln. Nee, dankeschön. Nett gemeint, aber nichts für mich. So. Irgendwas Geflochtenes, das können wir demnächst verkaufen. Wenn wir gerade beim Händler sind, sollten wir es auch gleich machen. Zeig mir die Ware. Armschienen. Okay, was haben wir hier noch drin? Amazonenhelm kann ich nicht gebrauchen. Wolfgrim Andergaster, eine schöne Waffe, brauche ich noch nicht. Dukaten nehmen wir ja auch mit. Und den Speer, den brauche ich auch nicht. Schließen. Hat sich gelohnt, die Sachen loszuwerden. A, wir haben Platz und B, das Vermögen können wir auch gebrauchen. Vielleicht nicht sofort, aber in näherer Zukunft werden wir vielleicht endlich das Geld haben und diesen wahnsinnig tollen Stierhelm kaufen, den man für uns repariert hatte. Da muss doch hier irgendwo... Aha. Achso, habe ich schon. Ha. Ich habe doch gerade gedacht, weil da dieses Ausrufezeichen ist, gibt uns das Ding immer einen Hinweis, da ist was zu holen. Ja, Münzen. Münzen bedeuten Reichtum. Mal schauen, vielleicht können wir auf der anderen Seite bei dem Tempel irgendwas machen. Nein. Also bevor ich da durchs Tor laufe, wie es der Philiaston gemacht hat, hätte ich ganz gerne hier alles abgesucht. Wer weiß, ob wir nochmal zurückkommen können. Vasen finde ich aber immer noch uninteressant. Angreifen? Ja, kann man. Wenn man stark genug ist, kann man die vielleicht sogar auf den ersten Schlag töten, bevor da was rauskommt.
Na, gut zu wissen. Oh Mann. Irgendwas müssen wir mit Kuano tun. Der fällt vom leichtesten Hauch direkt schon um. Gut, das dauert mir zu lange mit den Kreaturen. Gut, ich muss mir aufpassen. Da muss ich viel mehr aufpassen. Gegner sind zwar nicht viele gewesen, aber sie waren irgendwie stark. Oder ich hätte einfach nur richtig, richtig Pech. Aber beides ist Grund, mehr Acht zu geben, was passiert und wer uns gegenüber tritt und vor allem wie sie uns gegenübertreten. Ach du liebe Feiris. Heil uns doch mal schnell alle. Also alleine für diese Kisten lohnt es sich normalerweise, solche Umwege zu laufen. Manchmal. Halt. Da müssen wir jetzt schnell reagieren. Mhm. Und hier noch ein Wuchtschlag und hier ein Doppelpfeil. Und vielleicht kriegen wir das Ding schon zerstört, noch bevor wir es wirklich... Ja, das geht. Das ist mal schick. Ach, komm schon. Zu spät. Einmal alle motivieren und draufhauen. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass wir... Wow. Wow, das geht gar nicht. Sporen. Na? Mächtiger Schlag. Ja. Die Sterne drauf. Ja. Und nach Möglichkeit noch ein Doppelschuss. Ja. Also es scheint sich echt zu lohnen, diese Kugeln rechtzeitig einzuäschern und niederzumachen. Man entgeht eine ganze Menge Plünderkram, gehe ich mal von aus, was da drin rumgelaufen ist. Aber man überlebt das Ganze. Man besiegt den Gegner noch, bevor er zurückschlagen kann. Das mag ich, das gefällt mir. Weil in diesem Fall braucht man auch eigentlich kein Plündergut. Wofür auch? Man besiegt den Feind, der bevor er angreifen kann. Das finde ich schön, das macht Spaß. Hier könnten wir zurück. Falls wir uns hier nicht mächtig genug fühlten, könnten wir zurückreisen. Und uns trainieren, neu ausrüsten. Super hingekriegt, Vorgrim. Ich laufe extra um das Feuer rum und du direkt rein. Bin mal gespannt, wie lange du noch brennst. Autosave, das ist schon mal gut. Dann brauche ich selber nichts zu speichern. Alle bereit? Ich gehe davon aus, dass es jetzt gleich richtig hässlich wird.
Attributo Habilis. Und gleich holen wir uns noch einen hilfreiche Tatzen dazu. Nach dem Falkenauge. Ich habe jetzt die Reihenfolge andersrum gemacht. Zuerst dieses hilfreiche Tatzen, weil der bleibt 10 Minuten circa bei uns. Und Faeris braucht viel länger, um die Astralenergie wieder zu regenerieren. Ja. Ich gehe aber nicht ohne unser Kampftier. Was? Waldschröter. Für 12 Minuten. Jetzt bin ich gespannt. Wie geht's hier weiter? Alle zusammen einmal ausrichten. Da ist eine Kiste. Ein bisschen Plünderkram. Gut, okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Auf der Seite liegt nichts, oder? Doch, noch eine Kiste. Ein bisschen Kleinkram drin. Okay, was haben wir hier? Ein eherner Wächter. Wieso traue ich dem jetzt schon nicht? Ich schätze mal, das ist gut. Welche anderen? Wo bin ich hier? Und wo ist Filiasson? Und wer oder was bist du überhaupt? Zu viele Fragen auf einmal. Komm mit mir, dann wirst du schon begreifen. Okay. Noch müssen wir nicht verprügeln. Das ist schon mal beruhigend. Tür, durch die ich nicht kann, aber zumindest keine Schätze. Hier sind die anderen Wesen. Ich muss weiter. Will ich da rein? Das ist die andere Frage. Ich muss wohl, er lässt mich durch die andere Tür nicht gehen. Und trotzdem, ich fühle mich nicht wohl dabei. Gut. Wer jetzt genau da drin vor sich hin lauert und was sie uns zu sagen haben, finden wir erst in der nächsten Folge heraus. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.